Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp und heute traden wir mit Silberkarten aus der Liga Bancomer MX, also aus der mexikanischen ersten Liga. Den Trading-Tipp könnt ihr aber auch mit den anderen Ligen aus der Squad-Building-Challenge sozusagen machen, denn es gibt ja die Squad unter den Squad-Building-Challenges die Option Ligen und da gibt es eben 6 verschiedene Squad-Building-Challenges und da könnt ihr das eben mit all diesen Ligen probieren. Und ja, wir machen es eben wie gesagt mit der mexikanischen Liga und zwar müsst ihr einfach nur Silber eingeben, dann 200 und dann einfach ein bisschen filtern. Also mit den anderen Ligen müsst ihr da wahrscheinlich andere Preise wählen, aber an sich ist das derselbe Trading-Tipp und da findet man halt ab und zu gute Karten, denn mir haben ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht wieder mal einen Trading-Tipp raushauen kann, wo man auf den Punkt schnell Münzen machen kann, denn mit dem Investieren-Trading-Tipp, den ich letztens rausgebracht habe, da macht man natürlich nicht sofort Münzen, aber halt natürlich in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, da macht man dann eben viele Coins, aber die Leute wollen eben auch jetzt viele Coins haben. Ich weiß, das ist nicht der allerbeste Trading-Tipp, aber ich finde ihn auf jeden Fall nicht schlecht und am Ende werde ich euch auch noch zeigen, dass der Trading-Tipp mit dem Investieren, wo man eben über ein paar Tage investieren sollte, dass der richtig, richtig gut funktioniert hat. Also da haben wir einen starken Gewinn gemacht, das werde ich euch aber wie gesagt am Ende noch zeigen. Und ja, hier haben wir dann ein gutes Beispiel, zum Beispiel hier für 200 Münzen haben wir den gekauft und den stellen wir einfach easy peasy für 350 rein. Und dann auch noch diesen Amerikaner, da habe ich mir einfach mal gedacht, ein Amerikaner aus der mexikanischen Liga, der müsste noch ein bisschen mehr wert sein und das war er im Endeffekt auch. Und ja, dann nehmen wir noch hier diesen Innenverteidiger mit und dann war es das eigentlich auch schon mit den Einkäufen. Und ja, dann schauen wir uns direkt die Verkäufe an. Ich habe das natürlich dann direkt danach aufgenommen, also direkt danach haben sich auch direkt, alles klar, wie oft habe ich jetzt direkt gesagt, 4 Spieler verkauft. Und ja, ihr seht es auch, ich habe weitere Silberspieler verkauft. Wieso, weshalb, warum, dazu kann ich vielleicht auch noch einen Trading-Tipp raushauen, falls ihr das sehen wollt. Und ja, dann möchte ich euch diese Karte noch zeigen. Und zwar habe ich den auch investiert und der hat sich natürlich jetzt auch verkauft. Den habe ich im letzten Video reingestellt oder in einem der letzten Videos. Und ja, dann haben wir hier Patricio verkauft für 2300 und noch einen für 1900. Die sind mittlerweile sogar noch weiter gestiegen, aber ich habe mir gedacht, ich hau die einfach mal so günstig raus, damit ich die Coins auf jeden Fall habe. Patricio und Falcao haben wir auch verkauft und dann auch noch ein Carvalho für 1800 und die haben wir alle wirklich für 1000 Münzen gekauft, die Goldkarten. Und ihr seht es wirklich, ein wahnsinnig guter Gewinn und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem Trading-Tipp. Ich hoffe natürlich, er hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann lasst gerne jetzt einen Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen. Dann kommen in den nächsten Tagen auch wieder mehr Videos, also ich versuche jetzt wirklich in nächster Zeit wieder jeden Tag ein Video rauszuhauen. Der schlimmste Schulstress ist jetzt erstmal fertig. Und ja, dann würde ich sagen, was ist eigentlich mit dem Video? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, viel Spaß mit dem Traden. Und dann sage ich auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.